Willkommen zurück bei Miss Survival. So, jetzt wollen wir uns hier mal so ein bisschen ausruhen. Wir legen uns hier mal. Ja, so 2 Stündchen aufs Bett. Draußen schaut es schon mal ganz gut aus. Das hier essen wir noch schnell, bevor es verdorben ist. Dann trinken wir. Können wir das eigentlich verwenden? Nee, können wir nicht verwenden. Okay. Okay. Ich bin zu dick für die Tür. Okay. Aber ich sagen, laufen wir mal zurück. Schnappen wir uns noch eine Ding der Components. Da müssen wir schauen, dass wir an den Banditen vorbeikommen. Und dann würde ich sagen, wenn wir zu Hause sind, packe ich noch mal neu. Dass man hier dann dementsprechend auch mal mit dem Auto rumdriften kann. Ich finde es auch gut, dass ich den Wagenheber nicht im Auto gelassen habe. Ja, doch, wir werden schon nach und nach geheilt. Das tauschen wir mal aus. Bringt das hier irgendwas, außer dass wir halt darauf klettern können? Außer dass ich dachte, dass wir darauf klettern können? Nee, wir können hier rauf klettern, okay. Ja, bringt jetzt nicht so viel. Ich würde jetzt, auch wenn wir nicht in einer Notsituation sind, eine kleine Sprinteinlage einlegen. Sagt man das? Eine Sprinteinlage einlegen? Hört sich komisch an. Einfach um ein paar Meter schnell zurückzulegen. Wichtig ist nur, dass wir früh genug das Rennen aufhören und wir wieder Ausdauer sammeln. Schon unsere Ausdauer aus. Ja, das war ja kaum was. Ist das ein Blatt? Okay.
Da es ja jetzt hier keine richtigen Gefahren gibt, nutze ich das jetzt einfach mal aus mit dem Sprinten. Wie gesagt, wäre das jetzt ein richtiges Survival-Szenario, dann ist das mit dem Sprinten absolut keine gute Idee. Ne, wir laufen auch nicht mit irgendwas schneller oder langsamer, oder? Nee. Ja, aber das Schild scheint auch in ganz guter Verfassung zu sein, weil da schon ein paar Mal gut drauf geschossen wurde. Ich würde jetzt bis zur Tankstelle sprinten, da eine kurze Rast einlegen. Drüben ist ja noch nichts weiter. Uah! Mehr diese fliegenden Straßen. So. Ich will nur schauen, ob hier noch irgendwelche Sachen rumstehen, die wir gebrauchen können. Schaut aber nicht so aus. So, ich möchte hier einmal speichern. Falls jetzt irgendwas gewaltig schief läuft, nicht, dass wir nochmal den ganzen Weg erneut zurücklegen müssen. Okay. Schild ist schon mal ausgerüstet. Dann schleichen wir uns hier vom Wald her heran. Also, schleichen ist ja relativ. Ich meine, da läuft jetzt ein Typ rum, der ein großes Holzschild in der Hand trägt. Ja. Ja, sobald uns jemand sieht, müssen wir das Schild schnell hochheben. Okay, bislang hat uns noch keiner gesehen. Der rechte Sniperturm scheint unbesetzt zu sein, der linke hat uns noch nicht gesehen. Vielleicht sind die auch momentan gerade alle zu Tisch. Zwei Gegner in der Ferne. Einer da vorne, das sieht uns aber nicht.
Er läuft, sieht uns aber immer noch nicht. Okay. Lauf. Okay. Wir haben es bis in den Tunnel reingeschafft. Jetzt müssen wir noch schauen, was uns hier noch erwartet. Ich bin echt begeistert, wie gut wir jetzt da durchgekommen sind. Vielleicht haben wir diesmal auch einfach nur Glück gehabt. Sobald diese Gegner kommen, die schießen, sprinten wir los. Jetzt ist schon mal der Bus zwischen uns. Das heißt, er kann uns so erstmal nicht erwischen. Ich habe die hier gar nicht gecheckt. Ja, Zündkerzen und ein bisschen Sprit. Aber das können wir auch alles von zu Hause aus mitnehmen. Ich weiß, es ist Verschwendung, ja. Lauf. Oh. Kann ich echt froh sein, dass wir so viel Revolver-Munition haben. Eine Batterie. Und über 1 Liter Sprit. Das heißt, das nächste Mal nehmen wir uns einfach einen leeren Kanister mit. Haben wir schon fast 2 Liter Sprit, mit dem wir dann da drüben rumdriften können. Oh, okay. Batterien. Bevor hier jetzt irgendwas passiert, uns dieser andere Sniper erschießt, lieber nochmal speichern. Shit, er hat uns gesehen. So, schnelle Wende. Und Gas, 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 Gas. Einfach weg hier. Ja, vorhin sind wir hier ein bisschen schneller durchgekommen. Au. Das war fast gut. Ja.
der Sichtschutz hat sich echt bewährt bislang. Muss man abwarten, für wie lange. So, ich bin wieder zu Hause. Hallo. Ja, doch, da liegt noch Hühner Futter rum. Oh, ein Blatt. Oh nee. Alles mit dem Baum ist echt ungünstig. Nein, sag nicht, ich habe die Axt da drin. Oh wow. Oh, das habe ich gar nicht mehr bedacht, dass ich das noch habe. So, das schmeißen wir mal hier rein. Ach, da war doch schon eine Axt. Na, ich sollte vielleicht hier mal mit der Kamera so rumspielen. So. Wir sollten vielleicht vorsichtshalber immer eine Axt im Kofferraum haben. Wir brauchen. Hab ich echt nur einen Reifen? Habe ich wirklich in diesem ganzen Zeug nur einen Reifen? Das kann mir doch keiner erzählen.
Oh, da war auch noch ein Spot-Helm. Habe ich eigentlich noch Schuhe an? Ja. Irgendwie war ich auch der Meinung, dass wir noch mehr Reifen dabei haben. Eingelagert haben. Da ist noch einer. So, 4 Reifen, Motor, Zündkerze, das. Mehr brauche ich auch für das Auto nicht, oder? Motor, Zündkerze und die 4 Reifen. Okay. Okay. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Myst Survival. Ciao.